Hallo, ich bin Crazy Silvi und ich stehe auf meinen zwei Füßen, aber meine Socken stehen jetzt Kopf. Warum? Weil ich mit dir Toe-Up-Socken stricken möchte. Toe-Up heißt, ich fange beim Zeh an und strick sie hoch bis zum Bündchen, von dort ausgehend. Und nein, 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 du musst da nicht auf deinen Händen laufen, sondern natürlich kannst du sie ordnungsgemäß anziehen und drauf laufen. Ich habe dir auch in diesem Kurs alles mitgebracht, was du hier siehst. Du lernst die Propellerspitze kennen, Toe-Up, und du lernst die runde Bumerang-Ferse kennen, die du auch für ganz normale Socken benutzen kannst. Und natürlich lernst du auch dieses Muster in diesem Kurs und du lernst, wie du dieses Muster variieren kannst und damit tolle Effekte und strukturige Socken erzeugen kannst und wie du dieses wunderschöne Wabenmuster strickst und wie du mit zwei Unigarnen oder einem Unigarn und einem Verlaufsgarn weitere tolle Mustereffekte erzielen kannst, denn das ist auf jeden Fall ein Kurs für Fortgeschrittene und du solltest schon mal Socken gestrickt haben. Alles andere bringe ich dir auf jeden Fall in diesem Kurs bei. Ich zeige dir, wie du die Fersen strickst und ich zeige dir, wie du die Zunahmen strickst und die verkürzten Reihen und all das. Aber nicht nur das, sondern das Söckchen, was sich hier so unscheinbar in der Ecke verkrümelt, hat es tatsächlich in sich. Das hat eine Bändchenspitze und das hat Toe-Up eine Käppchenferse. Und damit nicht genug, zeige ich dir bei dieser Socke, wie du zwei Socken gleichzeitig stricken kannst und dann auch mit zwei Socken gleichzeitig fertig bist. Das heißt, am Ende von dem schönen Kurs kannst du 6 bis 7 unterschiedliche Socken mit und ohne Muster stricken. Du kannst dir dein Sockenpaar gleichzeitig stricken. Und wenn du dich jetzt auf die wilde Reise begeben willst, dann besorg dir schnell die schöne Wolle bei uns im Materialshop auf www.makerist.de. Und mich kriegst du auf der Kursseite. Und dann musst du nur noch einschalten, Nadeln bereithalten und loslegen.